Auch wir wissen nicht vorher, was passiert und hoffen trotzdem auf ein schönes Fußballspiel. Frank Buschmann und Manni Breukmann an den Mikrofonen. In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen den 1. FC Nürnberg. Mensch, Busche, die Fans, die gehen aber richtig mit. Wahnsinnsatmosphäre heute. Ja, und da macht es richtig Spaß, dabei zu sein. Das kribbelt jetzt schon und wir haben ja auch ganz gute Plätze. Freunde. Ekici. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Groß. Macchiavi. Fritz. Luschek. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Eine Rangelei um den Ball. Und der muss drin sein! Da ist die Gefahr erstmal bereinigt. Er lässt das Spiel weiterlaufen. Vorteil. Absolut richtige Entscheidung. Tja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Da bekommt er Unterstützung. Luschek. Bernilsson. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Luschek. Elia. Seine große Liebe, das ist der Ball. Ekici. Luschek. Fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Ekici. Groß. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ekici. Ja, da sollten Sie den Ball lieber nicht verlieren. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Macchia den Ball. Groß. Macchiavi. Fritz. Ein starkes Defensivverhalten. Da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Geh doch über links, Junge.
Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das sagt er zu Recht und das tut dem Spiel gut. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Hasebe. Er macht das einzig Richtige und geht 0:0. Das ist das Ergebnis zur Pause. Aber das kann es ja wohl nicht gewesen. Es ist wenig passiert in diesen ersten 45 Minuten. Das ist immer schlecht für ein Fußballspiel. Ja, weil es einfach langweilig ist, Manni. Also die Torhüter, die können Käffchen trinken, die können sonst was machen, aber die müssen nicht eingreifen. Also das macht keinen Spaß. Was für ein Gegurke in den ersten 45 Minuten. Und jetzt beginnt die zweite Halbzeit. Ja, und viel zu vorsichtig war das vor allem Manni in der ersten Hälfte. Also jetzt müssen die mal ein bisschen was riskieren. Elia. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Super Flanke. Flankenschlag ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall. Das ist es! Klasse geklickt. Hand! Der Ball fliegt ins Tor aus. Klare Sache. Abstoß. In der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Chandler. Ja, da kommt was auf uns zu. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Chandler. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Seiten fleißig gewechselt. Eikichi. Mike Franz. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Zweikampf um den Ballbesitz. Hand. Chandler. Hasebe. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Im Ärmel der Trainer. Er bringt nochmal einen neuen Mann. Eikichi. Makia, der Ball. Elia. Hand. Können Sie die Flanke verwerten? Und per Kopf. Den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Ballbesitz ist wichtig, du kannst aber auch 0:3 verlieren. Ja, und bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir keinen Vorteil für irgendeine Mannschaft. Und der oh ja, das gibt Freistoß. Und sie haben einige Freistoßspezialisten in ihren Reihen. Gucken wir mal, die Einwechslung sich bezahlt macht.
Die Mauer rückt nach vorn, das ist das übliche Spielchen. Und der Schiedsrichter greift in keinster Weise ein. Ja, das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Hasebe. Mike Franz. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Elia. Jetzt versuchen sie da irgendwo im Abwehrverbund ein Loch aufzureißen. Hand. Nein, das kann er viel besser als in dieser Situation. Wir hätten gerne einen, aber wir haben keinen Sieger nach 90 Minuten.